Ja, moin zusammen. Jo. Wer meine Beiträge verfolgt hat, weiß, dass ich mich jetzt erstmal um die Dame des Hauses kümmern musste. Ich war jetzt eine Nacht im Krankenhaus. Ja, offensichtlich hat ihr Körper ein Problem, irgendwie Vitamin B12 aufzunehmen. Kriegen wir in den Griff. Aber Erschöpfungszustände etc. 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 Natürlich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, vor allen Dingen mit dem Hintergrund. So. Wollen wir nochmal ein Video für Sonntag machen? Ein bisschen habe ich auch schon noch was auf dem Kasten. So ist es nicht. Nur zum Schneiden bin ich jetzt nicht mehr gekommen. Jo, was hat der Mercedes? Ja, die Schaltkulisse habt ihr gesehen, die habe ich ausgetauscht. Und er schaltet ein bisschen unkoordiniert. Rauf, runter, rauf, runter. Er weiß nicht, wo er hin soll. Da habe ich mir das Öl nochmal angeguckt und ja, doch. Ja, könnte man neu. Ein paar Sachen sind auch schon gekommen. Die allseits beliebte Mechatronik. Ich gucke mir natürlich die entsprechenden Sensoren an. Da sitzen Sensoren drin, wie man hier vielleicht sieht, sind da Steckplätze. Ja. Zweimal Ölfilter. Ja. Ein billiger, links. Ein teurer rechts. Also wir spülen einmal, deswegen auch sehr viel Öl. Einmal durchspülen, dann nochmal wechseln und dann soll das eigentlich vernünftig laufen. Auf was ich jetzt noch warte, ist Stecker und Ölblocker. Ich habe das Steuergerät kurz rausgenommen, aber das kommt in einem anderen Video. Steuergerät raus. Er hat ein bisschen Öl im Steuergerät. Ne? Das kann auch schon mal ein bisschen dafür sorgen, dass er durcheinander kommt. Gut, ja, Öl haben wir, Mechatronik haben wir und ja, zweimal Ölfilter haben wir. Wie gesagt, ein billiger. Zum einmal durchlaufen lassen reicht vollkommen billiger. Da braucht er jetzt nicht unbedingt eine Meile da reinknallen. Der kommt dann hinterher für den normalen Fahrbetrieb rein. Aber zum Spülen reicht ein billiger vollkommen. Ja. Sehr gut. Wie man hier so deutlich erkennen kann, habe ich 7 Liter Öl. Das ist eine komplette Füllung. Ich bekomme auch noch. Mit Stecker und Kabel bekomme ich jetzt nochmal das gleiche. Ja, dann sollte das Getriebe eigentlich Ruhe geben. Sehr gut. Okay, dann geht es jetzt weiter mit dem Video und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht. Wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. So, letzter Teil mit dem Lupo, mit der zerlegten Front. Gleich machen wir die Hohlraumversiegelung. Hier sieht man schon, das Rohr ist komplett entrostet, undicht ist nichts, inklusive dem Ding da unten. Ja, so ist das. Den Klimakompressor lasse ich drin. Der Sommer ist eh fast vorbei. Ich fange da jetzt nicht an mit irgendwelchen Geschichten. Wir brauchen die Klimaanlage einfach nicht mehr, ne? Wenn es wirklich zu heiß wird, nehmen wir den Land Rover, da funktioniert die. Gut. Ja, Hohlraumversiegelung gleich noch eben schnell. Noch die beiden Massepunkte hier vorne. Eben aufschrauben. Obwohl sauber sind die jetzt eigentlich. Ja, ist alles, was man sich vorgenommen hat, einmal richtig sauber machen und alles ist weg. Ich werde es auf jeden Fall versiegeln mit Wachs. Ne? Und ja, Hohlraumversiegelung. Wie gesagt, hier ist einiges weg. Wenn ich da jetzt Fett reinpacken wollte, müsste ich jetzt den ganzen Blödsinn da rausholen. Fett rein. Ne, machen wir nicht. So, gut. Dann geht das jetzt los. So, als erstes kommt die Hohlraumversiegelung, wie angekündigt.
Diese Dosen kommen in der Regel mit Schläuchen. Im Moment benutze ich aber den Sprühkopf, um zum Beispiel diesen elektrischen Anschluss hier zu versiegeln. Also diesen Massefüllpunkt. Das machen wir so, genau. Dann kommen die mit diesen Sprühschläuchen. Da ist vorne eine kleine Lanze dran. Sehr praktisch. Kann man auch auf Farbsprühdosen übrigens aufsetzen. Ist der gleiche Anschluss. Da hast du dann die Möglichkeit auch mal Rostschutz irgendwo in den Hohlraum einzubringen. Ja, Sprühkopf da oben hin, den anderen drauf. Ist schon ganz praktisch. So, fangen wir mal zuerst hier oben an. So, dann wollen wir mal. Perfekt. Die leichten Roststellen versuchen wir jetzt einfach mal mit Wachs zu versiegeln. Mal gucken, wie weit das funktioniert. Kein Sauerstoff, kein Rost. Ne? Ist ein super Testobjekt. Ne? Man pumpt hier auch ganz gerne mal Wachs in Schweller, die natürlich schon angerostet sind, ne? Wenn es nicht gerade ein Neuwagen ist. Das bedeutet, wir testen das jetzt einfach mal hier. Hier drauf sitzt natürlich die später die Stoßstange bzw. die Frontmaske. In die Gewinde ein bisschen. Ne? Klar reibt das. Ne? Sehr gut. Das war schön. So, die Hydraulikpumpe bekommt auch ein bisschen Wachs ab, bevor die Riemenscheibe drauf ist. Vor allen Dingen wieder mal die Leitung. Und die Verschraubung. Die ist halt ganz unten, ne? Das ist das Problem an der ganzen Sache. Natürlich gammelt die. Da gleich die, das Antriebsrad drauf. Licht. So, ihr habt es vorher gesehen. Hier ist das nachher. Das funktioniert recht gut, muss ich sagen. Hier oben sieht man jetzt auch. Schön in der Falz. Oben und unten. Ne? Hier. Naja, lohnt sich halt, ne? Hier drin kannst du vergessen, brauchst du gar nicht erst anfangen, nur so ein bisschen hier unten. Das ist jetzt alles übersprüht, was hier gerostet hat, hier auch. Wie gesagt, ist ein Test. Nach einem Jahr gucke ich mir wieder an, dann sehen wir weiter. Leitung ist entrostet, Riemenscheibe läuft auch gerade. Ja, dann können wir eigentlich die Front wieder anbauen. Nachdem wir den Keilrippenriemen aufgesetzt haben. Aber dafür gehe ich mir jetzt erstmal die Hände waschen, weil ich möchte das Wachs nicht auf dem Riemen haben. Ne?
Bis gleich. Und bevor wir den Riemen auflegen, putzen wir den noch ab. Auch die sammeln immer wieder Müll ein. Wie man hier jetzt sehr schön erkennen kann. Ja, ist ganz gut, wenn man das runternimmt. Darf ja gerne auch vernünftig funktionieren, sowas. Ne? So, jetzt brauchen wir den gekröpften hier. So. Schön, ja. Hübsch. So, komplettes Paket. Stecker. So, neuer Tag. Ja, wie ich gesagt habe, das Kühlsystem ist ganz schön verkalkt. Naja, bleibt nicht aus, ne, über die Laufzeit. Wasser ist auch nicht überall gleich weich. Passiert halt. So, wollen wir mal gucken. Das ist ganz normale Zitronensäure. Im Übrigen, jetzt der Einwand kommen sollte, so von wegen, da werden die Sachen undicht von. Ne? Wenn es undicht wird, ne, war es undicht. Dann sitzt da nur Kalk vor. Ob das jetzt als Überraschung, wenn es irgendwann mal aufplatzt, besser ist, ich weiß nicht. Das Kühlsystem ist komplett leer. Ordentlich, so. So, auch gleich der erste Start nach der Zerlegung. Die Kühlermaske ist noch nicht fest und der untere Schlauch ist noch nicht fest, also die Klammer ist noch nicht drauf. Wir lassen den ohne Druck laufen gleich. Das Kühlsystem ohne Druck laufen lässt, kann er überhitzen. Also aufpassen, nicht weglaufen, immer schön aufpassen auf die Temperaturanzeige. Also wie gesagt, so ein Kühlsystem kann über 100 Grad heiß werden, ohne zu kochen, weil halt, ne, Überdruck herrscht. Und
wenn man es offen laufen lässt, ist halt kein entsprechender Überdruck da, ergo es kann kochen. Deswegen, obwohl es ein TDI, ne, ich meine, bis der kocht, die sind so effizient, da ist sowieso kaum Wärme zu holen. Gut, dann starten wir mal. Da noch ein paar Reste vom Reiniger drin. Alles gut. So, jetzt haben wir den ganzen Mist zweimal gespült. Ja, ordentlich was rausgekommen. Aber wie zu erwarten, nicht wahnsinnig viel. So. Mal gucken, dass wir da was an Kühlmittel reinkriegen, ne? Gottchen. Steht schon ewig rum. G12, ne? Das übliche bei VW. Das hier ist ein Konzentrat. So eins am besten. Der Motor ist komplett leer, ne? Also von daher. Ja, das war das mit dem Anlass. Da macht er schon von Anfang an. Interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Sieht aber schon ziemlich nach optimal aus. Ja, das war es dann eigentlich von hier aus. Ich baue den jetzt nur noch zusammen und dann hat sich das erledigt. So, das war es dann auch wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen sanften Start in die Woche und bis zum nächsten Mal.